Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und ich bin extra hier hingegangen, weil hier gibt es anscheinend irgendwas Schlimmes. Und zwar will die Stimme der Dunkelheit noch uns hier was zeigen, machen, keine Ahnung. Sprich mir Machara Bruce. Ich bin hier, um den Gefallen zu begleichen. Mit Wissen und einer Warnung. Das dunkle Herz ist Selmakors Gefängnis. Ich existiere, um seine Flucht zu verhindern. Durch euch habe ich erfahren, wie Selmakor für immer verbannt werden kann. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Das klingt nach einer ehrenvollen Aufgabe. Wenn Selmakor entkommt, ist alles Leben in Gefahr. Boss verlangt seinen Tribut. Ihr habt mir geholfen. Daher verrate ich euch ein Geheimnis. Seid gewarnt. Einer der Euren wird euch verraten. Ich bin nicht besorgt. Nach allem, was ich durchgestanden habe, bin ich immer wachsam. Jeder schläft mal. Was sagt euch, lebe wohl. Gut, war eine Ehre, Ihnen zu dienen. Oder zu helfen, kann man auch sagen. Und jetzt ab zum Schiff. Also, bis gleich. So, dann ab geht's. Was will uns wahrscheinlich die Stimme des Imperators sagen? Ich habe meine Mission auf Voss erfüllt. Die Stimme des Imperators wurde befreit. Ja, wir sind uns der Stimme bewusst. Nee, der Zorn. Die Vorbereitungen für die Suche nach einem neuen Wirt laufen. Aber die Rituale brauchen ihre Zeit. Gut gemacht, Zorn. Ah nee, die Hände sind das. Doch die Zeit steht niemals still. Die Dinge entwickeln sich rascher. Mit der Hilfe des Armageddon-Bataillons hat Darth Vovron im Kampf um Corellia Fuß fassen können. Nun hängt alles von Vovrons Überleben ab. Barras muss ihn töten, um zur Stimme des Imperators ernannt zu werden. Ich werde ihn beschützen, alles gut. Schickt mich nach Corellia. Ich werde jegliche Anschläge auf Vovron vereiteln. Der Zaun eilt der Hand voraus. Barras hat Darth Vovron dem Tod geweiht. Attentäter wurden ausgesandt. Ihre Mission muss scheitern. Wir werden mehr Informationen sammeln und euch in Kenntnis setzen, sobald ihr auf Corellia angekommen seid. Ich fürchte, wir können momentan nicht nach Corellia. Das Imperium hat per Kriegsrecht das gesamte System gesperrt. Wer will mir das verbieten? Ich kann überall hin, wo ich will. Ich möchte sehen, wer sich traut, sich mir in den Weg zu stellen. Die Blockade kann nicht durchbrochen werden. Die imperiale Flotte wurde mit speziellen Transpondern ausgestattet. Jedes Schiff ohne solch einen Sender würde sofort auffallen. Von einer solchen Anordnung habe ich noch nie gehört. Ich habe Barras Kommunikation überwacht, Lieutenant. Er hat den Befehl erst kürzlich gegeben. Wahrscheinlich, um uns von Corellia fernzuhalten. Ohne einen Sender mit Freigabe für Corellias Orbit werden wir abgefangen, sobald wir das System erreichen. Das kommt aber ziemlich suspicious vor. Wir stehen einfach ein. Es sollte nicht besonders schwierig sein, einen Sender zu beschaffen. Wie immer ist euer Geist scharf und klar. Ich habe eine Übertragung abgefangen, die einem Klasse-A-Raumschiff in der Nähe Zugang zu Corellia gestattet. Da haben wir ja Glück. Das kann man wohl sagen. Wir können an Bord gehen und uns ihren Sender holen. Sie werden sich nicht so einfach davon trennen. Wir müssen mit gezückten Waffen reinstürmen. Viele imperiale Kameraden werden sterben. Das wird schlecht für Sie. Das ist doch keine große Sache. Es wird nicht leicht. Die Crew des Schiffs ist kampferprobt. Ich kenne die Baupläne von Klasse A-Raumschiffen auswendig. Ich könnte euch an Bord begleiten und euch direkt zur Transponderstation führen. Es ist nur ein Vorschlag, aber es würde die Dinge beschleunigen. Na gut. Wenn's so sein muss, dann nehmen wir dich mit. Neues Lichtschwert. Aber ich will eigentlich das beiden. Na gut. Nehmen wir halt wieder normal rot. Oh, Alter, habe ich viele Sachen hier zu machen. Aber ich gehe jetzt zu Bette. Den Rest ist mir egal. Tiver ist gut gelandet. Sie trifft sich jetzt mit einem Moff, der im Outer Rim stationiert ist. Er soll aber um die 60 sein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist widerlich. Hoffentlich ist er reich, sonst ist das ein abstoßendes Bild. Das sehe ich ähnlich.
Wenigstens ist mein Sith Lord jung und attraktiv. Oh, ja, Gott. Einigermaßen attraktiv jedenfalls. Wie auch immer, der alte Moff hat wohl jede Menge Kontakte im imperialen Geheimdienst. Die ist halt 12 oder so. Ich glaube, ihr Mutter zu finden. Ich träume immer noch von der Nacht, als sie mich hier weggenommen haben. Sie kamen und zerrten mich von meiner Schlafmatte. Ich habe nur geschrien und geschrien. Du bist hier in Sicherheit, alles in Ordnung. Niemand wird dir je wieder etwas antun, Vett. Nicht, solange ich da bin. Danke. Das bedeutet unendlich viel für mich. Oh. Geil, wir kommen immer näher an sie ran. Okay, das klingt falsch. Reise zum Transponderschiff. Gehen wir jetzt zur, Rounder 5? Nee, wie heißt es? Die Dauntless, genau. Ich glaube, hier gibt es auch so diese Dauntless. Also das Transponderschiff fliegt wahrscheinlich zur Dauntless von Dingens von, wie heißt der? Korea, genau, Korea. Und wir müssen wahrscheinlich das aufhalten. Oder wir stehen es halt einfach. Gut, dann verschaffen wir uns Zugriff. Hallo, Androiden. Wir sind einfach nur für Spaß hier. Warte mal, dann müssten wir eigentlich erstmal unseren Quinn ausrüsten. Hier bin ich. Da ist er auch, genau. Genau am rechten Fuß. Hey! Hallo, ich bin ein Sith. Was greift ihr mich an? Das wird mein Sieg. Ach, war aber auch klar wieder. Barrish hat alles vorher gesehen. Mann, wie kann der so gut sein? Ich will auch mal so clever sein. Ey. Solche Verrate will ich auch mal haben. Dann verrate ich einfach so meinen Schüler. Ey, das wäre ja so geil. Aber wie gesagt, das ist die Sith-Regel, dass irgendwann, wenn man stärker ist als der, als sein Meister, dann muss man auch den Meister töten. Das ist die goldene Regel. Oh Gott, das sieht sehr nach Bossraum aus. Bossraum? Oh oh. Quinn, wieso gehst du vor? Mein Sith Lord, ich bedauere, dass unsere Wege sich trennen. Aus Respekt wollte ich dabei sein, um euer Schicksal zu erleben. Du Ehrenloser! Ach, verdammt. Ihr macht es immer so dramatisch. Euer Tod wird gleich hier sein. Wisst ihr, was ich an euch schätze, Quinn? Euren Sinn für das Theatralische. In diesem Fall habe ich für die Kulisse gesorgt. Das ist sehr schmerzhaft für mich, aber das alles war eine Falle. Es gibt kein Kriegsrecht und keinen speziellen Signalsender. Baras ist mein wahrer Meister. Ich habe euch hergelockt, um euch zu ermorden. Ich habe so viel für dich getan. Es war so klar. Hauptsache diesen fetten Barras glauben. Der labert nur Bullshit. Dann verdient ihr also den Tod. Es tut mir leid, auch für mich ist es hart. Wenn ihr euch mit diesem Narren verbündet habt, werde ich keine Gnade walten lassen. Ich werde sein Schicksal gern teilen, wenn ich euch dadurch aufhalten kann. Du legst dich mit einem Sith an. Unzählige loyale Imperiale vernichtet, während viele Feinde entkamen. Dein Kopf wird schnell weg sein. Ich bin überzeugt, dass ihr nicht im Sinne des Imperiums handelt. Bei Baras weiß ich wenigstens, dass er wirklich versucht, den Krieg zu gewinnen. Sobald ihr tot wenn du seid, diese Märchen glaubst, Crew sich entweder Baras und mir anschließen oder sterben. Ihr seid ein Narr, Quinn. Ich dachte wirklich, ihr wärt schlauer. Ich werde euch zeigen, wie schlau ich bin. Nachdem ich euch die ganze Zeit im Kampf beobachtet habe, kenne ich eure Stärken und Schwächen zur Genüge. Ja, das werden wir wohl sehen. Diese Kriegsdroiden wurden speziell für den Kampf gegen euch programmiert. Ich habe eine Chance von beinahe 0% berechnet, dass sie versagen. Seid still und stirbt. Es tut mir leid, dass es dazu kommen musste, mein Sith Lord. Und es tut mir leid, dass dein Tod gleich da ist. Oh, stimmt, ich habe ja keinen Kameraden. Fuck, weil ich Quinn genommen habe. Aber ich halte ziemlich viel aus. Seht ihr? Selbst diese Druiden schalten mich nicht mehr aus. Ja, es tut mir leid, Quinn, aber wenn du so ein Ehrenloser bist. Was
Irgendwas ist schiefgelaufen. Ich habe alles genau berechnet. Ihr solltet tot sein. Gib nicht so hart mit euch ins Gesicht. Oh, ich habe Gesicht gelesen, Gericht. Eure Droiden waren eine Herausforderung. Es war ein kühner Versuch. Das ist ein schwacher Trost. Ich habe euch verraten. Mich mit eurem schlimmsten Feind verschworen. Ich erwarte keine Gnade von euch. Ich will ihn töten. Es tut mir leid. Ihr werdet... Nein! Och, Alter, ich will Quinn nicht behalten. Junge, was der für eine Scheiße abgezogen hat. Ihr werdet überleben. Gerade so. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Es gibt keine Gnade. Du hast meine Abmachung nicht eingehalten. Du gehst zurück nach Balmora und wirst da verrotten. Deine Leiche wird dort bleiben. Ist er tot? Was? Ich dachte, ich habe ihn jetzt getötet. Schade. Ich habe nur so einen Darth Vader-Move gemacht. Ich werde euch am Leben lassen. Und wir werden sehen, ob ihr mein Vertrauen wiedererlangen könnt. Mein Sith Lord, ich... Das kommt unerwartet. Darth Barras würde ein solches Versagen niemals vergeben. Wenn ihr mir gestattet, weiter unter euch dienen zu dürfen, werdet ihr meine Hingabe niemals wieder hinterfragen müssen. Das will ich doch hoffen. Und jetzt rein mit ihnen. Das nächste Mal werde ich nicht zögern, euch zu vernichten. Es wird kein nächstes Mal geben, das schwöre ich. Diese Unterbrechung hat euch lange genug aufgehalten. Ich kann es kaum erwarten, zum Schiff zurückzukehren und das hinter uns zu lassen. Gut. Wir sind damit fertig. Ich vertraue den Kämmern noch nicht. Das Schiff ist da drüben. Macht euch bereit für den Abflug. Ich werde in Kürze folgen. Natürlich, mein Sith Lord. Eine Sache noch, mein Sith Lord. Werdet ihr den anderen sagen, was geschehen ist? Ihr habt keine Autorität mehr. Also, erwartet nichts. Niemand darf davon erfahren. Es würde eure Führungsqualitäten schwächen. Habt ihr mich verstanden? Das weiß ich zu schätzen, nein. Sith Lord. Ich sehe euch auf dem Schiff. Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist schon was ganz anderes. Er hat keine Autorität mehr. Und das bedeutet ja eigentlich, dass es nicht mehr so wichtig ist, ob er jetzt, ob ich es jetzt sag oder nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Och Mann. Also das ist jetzt Bullshit, wirklich. Hä? Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Ich will aber auch nicht mehr mit denen reden. Etwas Konversation? Eine Fußmassage? Nee, nein. Gib mir die blaue Milch. Bitte. Gott, ab nach Korea. Gott. Ich frag mich, wie aber dieses Transponderschiff genagelt hat. Aber jetzt auf. Ich bin auf Corellia gelandet. Der Vorsprung ist nahe. Zorn, ihr seid hier, um Darth Vovron vor der Bedrohung durch Barras zu schützen. Unsere Bemühungen, sein geheimes Hauptquartier zu finden, werden fortgesetzt. Ein weiteres Glied der Hand wird auf den Zaun zugreifen. Inzwischen sind wir drei Attentätern auf der Spur, die auf geheimen Landebahnen eintreffen. Es wird schwierig sein, sie alle abzufangen. Das machen wir kurz. Wir müssen jetzt handeln. Koordinaten für alle drei Landebahnen werden übertragen. Sie sind eingetroffen. Das sind nur die ersten Attentäter. Es werden weitere folgen. Vovron stellt sich Barras aktiv entgegen. Wenn er stirbt, wird Barras zur Stimme des Imperators ernannt. Ihr müsst Darth Vovron um jeden Preis beschützen und ihm helfen, den Feind zu unterwandern. Lebt wohl. Gut. Vovron hat ein wichtiges... Mein Sith Lord, Ziel, wir empfangen also ein wichtiges Level. Das heißt, wir müssen ihn beschützen. Ich gehe davon aus, dass ihr mich noch erkennt. Ihr könnt von Glück sagen, dass ich mich so an euch wende. Hallo, toter Mann. Ihr wisst sicher, dass ich euch töten werde, oder? Ich bin außerhalb deiner Reichweite und deshalb völlig unbesorgt. Ich bin hier, um dir mitzuteilen, dass man dich täuscht.
Die Organisation, für die du arbeitest, ist nicht die Hand des Imperators. Lügner! Du Dickschädel! Ihr seid es, der mich täuschen will, Baras. Ich kann verstehen, dass du meine Worte anzweifelst. Und ich entschuldige mich nicht für das, was ich getan habe. Ich bin die Stimme des Imperators. Es gibt einen Grund für alles, was wir tun. Und deine Meinung ist völlig unerheblich. Glaub also, was du willst. Aber deine Strippenzieher haben dich ganz schön reingeritten, wenn du deine Schnüffelnase in die Angelegenheiten eines Darf steckst. Ihr seid nervös. Ich setze euch ganz schön zu, was? Dein Mangel an Weitsicht ist schon fast wieder amüsant. Wenn du dich jetzt zurückziehst, kann ich unsere bisherigen Unstimmigkeiten vielleicht übersehen. Dabei müsste er ja wohl um Vergebung bitten. Ich werde ihn niemals verzeihen. Bitten kann er ja, aber er wird keine erhalten. Genug geredet. Wir müssen Baras Attentäter aufhalten. Gut. Wie er es gesagt hat, wir müssen uns beeilen. Sonst wird er noch die Stimme des Imperators. Also bis gleich. Okay, was ist hier los? Ach, da ist der erste Attentäter. Genau, jetzt ganz entspannt. Nicht hier mit Hektik. Wovron, du wirst nicht sterben. Alles gut. Fasse den Attentäter auf dem Dach. Alright. Ach ja, die Zivilisten, die wissen noch nichts. Bei denen ist alles noch gechillt. Oh. Normaler Arbeitstag. Obwohl, Korea ist eigentlich die ganze Zeit im Krieg, also ist er nicht normal. Ah, da ist er. LOL! Oh, da steht er einfach. Obwohl, er ist ein Droide. Zählt nicht richtig. Identifizieren Sie sich. Ich arbeite für Baras. Baras hat mich geschickt, um dich zurückzurufen. Deine Mission ist annulliert. Wieso hat mich der Auftraggeber nicht selbst kontaktiert? Er ist krank. Baras fühlt sich nicht wohl. Befehle verwirrend. Sie wurden als Bedrohung für meine Mission eingestuft und müssen vernichtet werden. Ziel erfasst. Papalabab. Ach, scheiße. Sowas geht anscheinend nicht beim Droide. Vielleicht, bei Menschen. Fuck, ich hab keinen Kollege. Nein, nein, ich bin so blöd. Ja, ich werde sterben. Oh mein Gott, ich bin aber auch echt auf den Kopf gefallen. Ja, also... Ich bin so auf den Kopf gefallen. Ich habe keinen Kollegen mitgenommen. Was ist das? Oh mein Gott! Keiner ist so dumm wie ich. Wen nehmen wir denn, Jessa? Hä? Ich sehe keinen... Dingens erlaubt. Ah, doch, jetzt. Ich bin tatendurstig. So, schon besser. Jetzt habe ich was gut. Ja, jetzt fühlt sich das doch viel, viel besser an. Komm, der hat das gleiche Schiff wie ich. Oder? Ein bisschen. Aber er wird schnell ausgeschaltet. Die Teile verkaufe ich dann auf eBay. Auf dem Kartellmarkt. So. Easy. Gut, halte den zweiten Attentäter auf. Okay, aber den zweiten Attentäter werden wir dann in der nächsten Folge ausschalten, um Wovron zu beschützen und dann irgendwann Baras zu stürmen. Ja, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.